Wer war das? Das kam von der Mole, oder? Niemand da. Mein Gott, wie sehen Sie denn aus, Doc? Was ist passiert? Doc, was zum Teufel? Hi, Detective. Tut mir leid, ich bin zu spät. Sie haben Nerven. Wer hat Ihnen diese Dinger angelegt? Sie haben nicht zufällig einen Schlüssel dafür? Warten Sie eine Sekunde. Ich mache Ihnen erstmal einen Drink. So ist besser, oder? Viel besser. Danke. Und jetzt erzählen Sie mal, was passiert ist. Zwei Typen haben mich ins Hafenbecken geworfen, am Fähranleger. Nicht die feine Art. Ich wäre um ein Haar ertrunken. Sie sind eben ein Glückspilz, Doc. Ein verdammt großer Glückspilz sogar. Sowas überlebt man normalerweise nicht. Haben Sie sie erkannt? Nein. Sie haben mir einen Sack über den Kopf gesteckt. Also gesetzt den Fall, es war so. Dann frage ich mich, wie Sie es geschafft haben, sich in ein paar Tagen in New York solche Feinde zu machen. Ich staune selbst. Irgendwas ist faul an diesem Krankenhaus da draußen auf Staten Island. Sie meinen, jemand aus dem Hospital wollte Sie umbringen? Ich bitte Sie, Doc, wer denn? Die grauenhafte Lady, der Doktor? Unser Verhältnis ist nicht das Beste. Er hasst mich, Detective. Aber er würde Sie doch nicht umbringen, nur wegen einer solchen Rivalität. Das bilden Sie sich ein, Doc. Hatten Sie sonst mit jemandem Streit? Nun ja, mit meiner Frau, meinem Freund, mit Steve Riker da drüben. Mit dem Pförtner im Hotel, mit Ihnen. Nicht übel. Sie ziehen den Ärger an. Man könnte fast meinen, es liegt an Ihnen selbst, oder? Schon mal drüber nachgedacht? Ich habe das komische Gefühl, dass ich hier von irgendjemandem benutzt werde. Irgendjemandem passen meine Untersuchungen nicht. Okay, Doc. Lassen Sie mich offen sprechen. Moment mal. Randall. Randall, wird's Ihnen was ausmachen, uns einen kleinen Moment nicht zu belauschen? Sicher, Officer. Detective. Ja, schon besser.
Wo waren wir? Genau. Ihr Talent fürs Ärger machen, Doc. Sie sind kein ganz einfacher Zeitgenosse. Könnte es vielleicht sein, dass Sie selbst sich da in etwas reingesteigert haben? Wissen Sie, es gibt da nämlich noch ein paar Dinge, über die Sie nicht sehr erfreut sein werden. Wollen Sie sie hören? Von mir aus? Ihr Hotel hat uns angerufen. Das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Was fällt diesem dämlichen Portier denn ein? Ich bin noch nicht fertig, Doc. Dr. Young hat auch angerufen. Er macht sich Sorgen um seine Patienten. Ihre Patienten. Sie setzen alle Medikamente ab. Sie bringen sein Personal in Gefahr. Sie überschreiten ihre Befugnisse. Stimmt das, Doc? Wie bitte? Das hat er gesagt? Das ist... Kann es sein, dass Sie Probleme haben, Doc? Ich meine, ernsthafte. Mit sich selbst. Sagen Sie es mir ruhig. Was wollen Sie, mich für verrückt erklären? Das passt vermutlich zu Ihrer Seelenklempner-Theorie. Auf wessen Seite stehen Sie eigentlich? Nicht automatisch auf Ihrer. Ich dachte, dass Ihnen das klar wäre. Ich bin Polizist. Ich stehe auf der Seite des Gesetzes. Ich muss Ihnen unbedingt erzählen, was ich bisher herausgefunden habe. Ich bin inzwischen ganz sicher, dass die 5 Kids in einem Armeedepot waren oder in einer Kaserne. Alle Erinnerungen deuten darauf hin. Die Bilder gleichen sich bis ins Detail. Und alles passt genau zusammen. Die Armee sagt aber nein. Wir haben nachgefragt und es gibt keine Kaserne, die in Frage käme. Auch keine stillgelegte. Sie müssen sich irren. Das muss jetzt mal in Ihren Schädel, Doc. Ich irre mich nicht. Gut, auch in Ordnung. Dann sind die Erinnerungen falsch. Bei 5 Verrückten gar nicht mal so unwahrscheinlich, oder? Was ist, wenn die Angaben der Armee nicht stimmen? Haben Sie sonst noch Erkenntnisse? Ich meine, richtige? Die 5 haben offenbar gemeinsam an Computern gesessen. 4 Tage, bevor sie eingeliefert wurden. Dabei muss es zu Konflikten gekommen sein. Aha, an Computern? Hm? Das soll vorkommen in dem Alter. Fragen Sie mal meinen kleinen Neffen. Der hat solche Erinnerungen auch. Und zwar nicht von vor 4 Tagen, sondern von vor 2 Stunden. Er spielt immer dieses Spiel, in dem man Autos klaut und Cops umlegt, wissen Sie? Ich sollte ihm das Dreckszeug eigentlich wegnehmen. Nur, dass Ihr Neffe nicht anschließend mit seinen Freunden nackt und bewaffnet in der Stadt herumläuft. Das ist wahr, aber er sitzt auch nicht in der Irrenanstalt und fantasiert vor sich hin. Sie glauben nicht, dass meine Ergebnisse stimmen, oder? Ich weiß nicht, Doc. Würden Sie sie glauben? Ich meine, Sie haben nichts. Keine Beweise, nicht mal Hinweise. Nicht eine konkrete Spur. Alles, was Sie tun, ist, sich angebliche Erinnerungen anzuhören, in denen vages Zeug geschildert wird. Ich habe alles aufgezeichnet. Hören Sie sich's an und entscheiden Sie selbst. Lassen Sie hören. Kein Problem, ich... verflixt. Der PDA ist ja völlig durchnässt. Detective, ich habe die Aufzeichnungen. Ich trockne den PDA und sonst kriegen Ihre Jungs ihn wieder hin. Dann können Sie sich überzeugen. Okay, Doc, okay. Tun Sie das. Wegen der Patientin in Zelle 2. Tja, das ist eine unangenehme Geschichte, Doc. Wie ich Ihnen sagte, wir werden das noch genauer untersuchen, aber das ist ein separater Fall. Und? Was bin ich? Zeuge oder Beschuldigter? Zunächst mal Zeuge, aber das kann sich ändern. Ich kam auf die Station und sie war tot. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen konnte, sich so zu verletzen. Sie hatte keine Gegenstände in ihrer Zelle, mit denen das möglich gewesen wäre. Ich habe nichts damit zu tun. Wenn das so ist, haben Sie nichts zu befürchten. Wo waren Sie denn, als die Kleine starb? Im Hotel und hier. Mein Gott, erst war ich natürlich im Hospital. Ich arbeite dort, Detective. Mhm. Sie geben das alles noch zu Protokoll, nicht wahr? Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich ihr was angetan habe. Doc, wenn ich das glauben würde, würde ich Sie sicher nicht mehr nach Staten Island lassen. Genauer gesagt, würde ich Sie nicht mal mehr aus dieser Bar lassen. Und Sie hätten auch gleich Ihre schicken Armbänder anbehalten können. Na, immerhin. Ich brauche Hilfe, Detective. Sie müssen mir helfen. Ich bin nicht sicher, ob ich der Richtige bin für diese Art Hilfe. Was schwebt Ihnen denn vor? Polizeischutz. Ich habe keine Lust, nochmal im Hafenbecken zu landen. Sie machen Witze. Sehe ich so aus? Ich wäre eben beinahe umgebracht worden, Detective. Sagen Sie. Ich sehe nur einen verstörten Psychiater, klatschnass mit Handschellen. Er randaliert besoffen im Hotel und kommt jeden Tag zu spät zur Arbeit, wo er nur Ärger anzettelt. Dafür soll es Polizeischutz geben, Doc? So sehen Sie das also. Gut. Dann geben Sie mir eine Waffe. Ich kann mich selbst verteidigen. Ihnen? Eine Waffe? So weit kommt's noch. Sie helfen mir also nicht?
Nicht, wie Sie sich das vorstellen, nein. Detective, wenn Sie mir nicht glauben, wenn Sie mich für verrückt halten, dann sagen Sie es mir. Ich finde die Wahrheit auch allein heraus. Also zwei Männer, ja? Am Fähranleger. Ja, zwei Männer. Meine Brieftasche liegt im Hafenbecken. Ein paar Patronenhülsen sicher auch. Naja, vielleicht können wir mit den Handschellen was anfangen. Ich schicke auch einen Spurentrupp hin und ein paar Taucher. Polizeischutz kann ich Ihnen nicht geben. Wir brauchen jeden Mann auf dem Revier und den Antrag bekomme ich niemals durch. Ist das okay für Sie? Ja, sicher. Und was das Hospital angeht, Doc, schlage ich vor, dass Sie sich nicht in irgendwelche Sachen reinsteigern. Sehen Sie zu, dass Sie rausbekommen, was mit diesen Kids los ist und hören Sie auf, Ärger anzuzetteln, okay? Was ist mit der Anforderung einer Akte durch die NSA? Sie sind vermutlich einfach überprüft worden. Bei einem Ex-Army-Mann kann das schon mal sein. Na schön. Ich muss jetzt los, Doc. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Trinken Sie nicht mehr so viel. Und lassen Sie im Hotel die Möbel heim. Ja, ja. Schon in Ordnung. Nacht, Detective. Gute Nacht, Doc. Randall? Ja? Einen Doppelten. Tut mir wirklich leid, Doc. Sie haben wohl doch mitgehört. Ließ sich nicht völlig vermeiden. Und Sie auch, Riker. Sie sind ein schwerer Junge, Doc. Wer hätte das gedacht? Trinken wir ein? Vielleicht später. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Nochmal lasse ich mich nicht fast ersäufen. Ich muss los. Ich schaue wieder rein. Ich muss los. Ich schaue wieder rein. Ich bin nicht mehr sicher. Ich muss mir eine Waffe besorgen. Jetzt nicht. Ich habe was anderes zu tun. Wozu? Mein Bedarf an schlechten Nachrichten ist gedeckt. Mr. Flynn? Sir? Hat es nicht noch Zeit? Bis morgen früh vielleicht, Sir. Aber dann muss ich dem Geschäftsführer Meldung machen. Morgen früh? Das wird schwierig bis morgen früh. Okay, mir fällt schon was ein. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Guten Abend, Mr. Flynn. Guten Morgen, Sir. Was? Ach, oh ja, es ist spät. Entschuldigen Sie. Ich höre, es ist ein Brief für mich angekommen? Ja, Sir. Einen Moment. Hier. Danke. Das ist ja... Was soll das denn? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Diese verdammte... Sir. Was? Würden Sie bitte leiser sein. Es ist 1 Uhr morgens. Möchten Sie mal wissen, was laut ist? Das Ding hier ist laut. Nehmen Sie sofort die Waffe herunter, Mr. McNamara. Damit Sie wieder bei der Polizei anrufen können? Wenn es ein Problem gibt, können wir in Ruhe darüber sprechen. Aber nicht so. Verdammt. Sie haben recht. Es tut mir leid, ich kann einfach nicht mehr. Gibt es etwas, das ich für Sie tun kann? Es ist nur wegen des Briefes, wissen Sie. Ich komme schon damit zurecht. Ich verstehe. Holen Sie ruhig die Polizei. Vielleicht ist es besser. Nein, keine Sorge. Sie denken trotzdem bitte noch an die Rechnung, Sir. Wegen der Rechnung. Hier, sehen Sie, wie ist es damit? Ein sehr schöner Ring. Nicht wahr? Das ist mein Ehering. Ihr Ehering? Den kann ich nicht annehmen, Sir. Er ist $5,000 wert.
Das sollte zweimal für die Rechnung reichen. Es ist nicht üblich, dass wir Wertgegenstände in Zahlung nehmen. Schon gar nicht so persönliche. Ich brauche den Ring nicht mehr. Also, was ist jetzt? Sir, ich weiß nicht, ob... Ich habe nichts anderes. Nehmen Sie ihn und wir erledigen die Rechnung. In Ordnung, Sir. Ich lege ihn in den Tresor. Also, alles klar dann. Ich bin müde. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Was gibt's denn, David? Terry, bitte. Leg nicht auf. Ich leg nicht auf. Mir geht's dreckig, Terry. Man hat versucht, mich umzubringen. Was? Wirklich. Am Hafen. Zwei Männer. Was ist jetzt das wieder für eine Geschichte? Willst du mich damit irgendwie moralisch unter Druck setzen? Terry, ich sage die Wahrheit. Ich fühle mich mies. David, hör zu. Das geht so nicht mehr. Wir brauchen beide ein bisschen Abstand. Komm schon. Ich weiß, dass du recht hast. Ich weiß es ja. Kim bekommt ihre Operation und ich mache eine Therapie. Und wir beide quatschen uns mal richtig aus. Und dann gehen wir zum Baseball. Weißt du, wie früher. Wir nehmen uns ein Sixpack mit und dann... Lass uns eine Weile damit warten. Ach, du komm schon, Terry. Wie lange kennen wir uns? Du bist mein bester Freund. Und weißt du was? Kim kommt heute nach New York. Hat sie dir das schon erzählt? Ja. Ich habe mir überlegt, ich rede ganz offen mit ihr. Von Angesicht zu Angesicht. Ich entschuldige mich. Ich sage ihr, dass ich sie liebe. Vielleicht kriege ich es ja doch wieder hin. Was meinst du? Terry? Bist du noch dran? Ja. Pass auf, du musst jetzt nichts sagen. Ich melde mich, wenn ich mit Kim gesprochen habe. Wünsch mir Glück. Bis dann. Jetzt nicht, ich habe was anderes zu tun. Na, Doc, wie geht's? Detective. Ich dachte schon, Sie tauchen gar nicht mehr auf. Wir machen uns richtig Sorgen um Sie. Ich bin schon seit 7 hier. Wir hatten heute Morgen ein paar Taucher im Hafenbecken. Und was soll ich Ihnen sagen? Wir haben Ihre Brieftasche gefunden. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Ja, nicht die einzige. Ich habe noch ein paar andere Neuigkeiten. Hab schon zigmal versucht, Sie anzurufen, aber Sie gehen ja nicht ran. Ich habe den PDA erst eben wieder in Gang bekommen. Also, passen Sie auf, Doc. Ich habe mir nochmal die Sache mit dem Mental Health Hospital angesehen. Sie glauben mir also? Nun, es gibt da jedenfalls ein paar neue Erkenntnisse, die ich interessant finde. Und Sie bestimmt auch. Lassen Sie hören. Ich habe Jason heute Morgen nochmal die Archive durchpflügen lassen. Das Hospital sollte eigentlich schon in den 70ern abgerissen werden. Die Schließung wurde dann aber überraschend aufgehoben für ein Sonderprogramm. Das sind die Neuigkeiten? Was Ähnliches hat mir Dr. Young auch erzählt. Warten Sie es ab. Was meinen Sie, woher das Hospital jetzt seine Gelder bekommt? Von der Gesundheitsbehörde? Falsch. Der Sonderetat Spezialmedizin wird vom Verteidigungsministerium gestellt. Auch Ihr Freund Dr. Young wird aus diesem Etat bezahlt. Ach, Dr. Young ist also Angestellter des Pentagons. So ist es. Sie arbeiten da in einer militärischen Einrichtung, Doc. Das erklärt auch, warum Ihre Akte von der NSA angefordert wurde. Ich wusste es. Dr. Young hat mich von Anfang an belogen. Er darf Ihnen nichts sagen, Doc. Wir haben diese Informationen aus einer als vertraulich eingestuften Akte. Jason hat da ein paar von seinen kleinen Computertricks angewendet. Verstehe. Die Sache muss erstmal unter uns bleiben, klar? Also bin auch ich selbst vom Pentagon auf diese Fälle angesetzt worden, ja? So sieht es wohl aus. Hm,
Die Army wird man nicht so schnell los, wie es aussieht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal auf deren Gehaltsliste stehen würde. Diese Kids müssen von erheblichem Sicherheitsinteresse sein. Aber warum? Das wüsste ich auch gern. Was meinen Sie, Detective? Warum bestellen die ausgerechnet mich, das zu untersuchen? Meine Army-Karriere war nicht unbedingt... Die vorbildlichste. Hab davon gehört. Das wissen Sie? Woher? Jason. Sorry, Doc, aber ich musste auch Sie überprüfen. Hatte ich Ihnen ja gesagt. Ist mein Job. Und wer hat nun gestern diesen Anschlag auf mich verübt? Irgendjemandem gefällt es nicht, was Sie treiben. Und wenn das Pentagon Sie bezahlt, dann könnte es sein, dass Sie es mit den wirklich bösen Jungs zu tun haben. Klingt toll. Sie machen mir richtig Mut, Detective. Was soll ich jetzt also machen? Sie machen weiter, Doc. Fahren Sie nach Staten Island, machen Sie Ihre Untersuchung. Benehmen Sie sich ganz normal. Aber gehen Sie Dr. Young aus dem Weg. Und kein Wort von dem, was wir hier besprochen haben. Verstanden? Ich fahre zurück ins Büro und sehe mir mal genauer an, was für Fälle dieses Hospital eigentlich in den letzten Jahren aufgenommen hat. Sie passen auf sich auf, ja? Ich bin auf alles vorbereitet. Gut. Wir treffen uns heute Abend wieder hier und besprechen die Lage. Können wir nicht telefonieren? Ich habe einen Termin mit meiner Frau heute Abend. Mir wäre es lieber persönlich. Machen Sie nur Ihren Termin. Ich bin ab 8 Uhr hier. Ich warte auf Sie. Okay, also dann bis dann. Hey, was ist denn das da hinten? Moment mal, das Schlauchboot könnte doch... So, fertig. Ich mach's erstmal fest. Es muss das Boot von dem Jungen aus Zelle 1 sein. Niemand da.